Und damit wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute das Remake von Midnight Shift. Ja, das ist ein kleines Indie-Game und ich würde sagen, wir starten die Extended Version. Ja, wir sind wohl ein armer, knechtender Kerl, der eine Mitternachtsschicht in irgendeiner Butze macht. Was weiß ich, wo wir hier sind. Was wir auch immer verkaufen. Es ist anscheinend etwas spärlich begrenzt, was die Elektrik angeht. Da sollte man einfach mal drauf schauen. Der letzte E-Check ist wohl etwas länger her. Was stellen wir hier? Oh, was zu lesen. Okay. Ist krass. Er läuft. Ist wirklich witzig. Er läuft nämlich noch, obwohl man die Taste so loslässt. Krass. Ungewohnt. Ungewohnt. Okay, Rennen ist erstmal noch nicht. Wir schlendern also erstmal hier so rum. Warte, wie? Lachs. Nee, Quatsch. Nein, es ist 16. Das Buch 16. Davon in mehrere Ausgaben. Auch der beste Titel, wenn man mich fragt. So, was? Oh, was haben wir da? Und können schon wieder direkt aufhören, irgendwie. Warum denn immer eine Mannequins, Alter? Warum denn immer diese ollen Puppen? Mann! Kann ich das nehmen? Ja. Und die Puppe löst sich erstmal direkt auf. Das ist ja wunderbar. Exit. Exit klingt gut. Was wird denn hier produziert? Sag mal. Europaletten. Ja, Leute. Wenn ihr den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, dass sobald Europaletten auftauchen, das eigentlich ein Grund zum Trinken ist. Ja, mal gesagt, irgendwie, die werden so inflationär in Spielen benutzt, dass man da einfach sagen kann, macht man mal ein Trinkspiel draus. Ja? Ja, gut, dass wir einen Schlüssel gefunden haben. Na? Alles gut? Du erinnerst mich so ein bisschen an Insound Mind. Plop! So, okay. Sollen wir jetzt einfach nur entkommen? Sollen wir hier rauskommen? Alter, wer... Oh Gott. Also der Lagerist, der das eingerichtet hat, gehört erschossen. Aha. Red Key. Wir haben den roten Schlüssel. Folgerichtig würde ich jetzt mal sagen, wir brauchen eine rote Tür. Okay, Mannequin ist. Mannequin ist weg. Nee. Warten, Wien. Ma. Erfolgt uns was? Mann, warum kann ich denn nicht rennen? So, ja, Regale, ne? Auch bitte immer am Boden verschrauben. Ist mir wichtig. Wer stellt denn hier so Europaletten hin? Wer, warum? Wie, warum? Das ist ein Fall für Arbeitssicherheit hier. Die Atmosphäre ist schon geil. Schön, die Tür öffnet sich mal normal, das ist gut. Hazard. Ach, wunderbar, schön. Und ich kann nicht rennen, das nervt mich. Würde gerne rennen. Wie? Was ist das jetzt, Alter? Ah ja, Polizeifunk mithören. Schön, kann man machen. So, ich bin jetzt in dem gleichen Raum, in dem ich vorhin rausgegangen bin, nur dass ich auf der Decke laufe. Und das natürlich, nee, alles sieht doch so ein bisschen anders aus. So ein bisschen. Der Dröhnen ist wirklich heftig. Ja. Lass ich einfach unkommentiert so stehen. Warte mal, hinten. Licht dort. Ja, da liegt was. Es ist ein Schlüssel. Also geh mal einfach von aus, dass wir einfach nur entkommen sollen irgendwie oder rauskommen sollen, weil ich hab auch kein Menü und nichts. Nee, nichts. Von irgendeiner Missionsziel habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also geh mal von aus. Escape. Oh, warte mal da. Da liegt was. Hier. Mausrad, nichts. Nichts kann man tun.
Mann, Alter. Hör doch mal auf. Okay. Okay. Sackgasse. Kann ich denn hier hoch? Mich hier hoch. Springen kann er nicht. Ach, gib mal, jetzt ist die Tür offen. Es ist aber wirklich dunkel wie ein Bärenarsch hier, ey. 4. Brauchen wir jetzt einen Code? Müssen wir uns den Code merken? Was ist das jetzt hier lustig hier mit. Ihr seid noch mitten in den Renovierungsarbeiten damit? Schön. Oh. Sollte man immer so ein bisschen aufpassen, irgendwie wann in einen Raum kommt, der so komplett mit, mit Plastikplane abgedeckt ist. Oh, jetzt ist es da vorne offen, okay. Er hat aber auch wirklich die Ruhe weg, möchte ich meinen, unser Charakter hier. Ganz entspannt, schwuft da dahin. Hot. ist auch geil, Alter. So eine Rohrführung einfach so aus der Wand raus und direkt wieder rein. Hot. Kann man machen. Kann man machen. Hier wäre vielleicht auch sinnvoll, das unten ranzuschreiben, nicht oben. Aber komm, ist eine andere Geschichte. So, die Horizontalsperre kann man sich auch nochmal ankicken. Die sieht auch nicht mehr gut aus. Lass ich jetzt komplett unkommentiert. Es funkelt so schön. So, okay. Also, ich würde sagen, ich würde hier nicht renieren, wenn es meine Mitternachtsschicht wäre. Zahlencode, klar. Ach, nee, Gegensprechanlage oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, ja, what the fuck, ich habe eine Zahl gesehen und es war die 4. Okay. Oh, schon unangenehm, ne? Schon unangenehm. Arbeitsunfall gehabt und sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus oder wie? Ja. Okay, das war die Midnight Shift. Ja, okay. Überraschende Wendung. Wir erlitten wohl einen Arbeitsunfall und sind quasi auf dem Weg in den OP gewesen oder sonst irgendwas und sind denn erst zu uns gekommen. Naja. Gut, Leute, wenn euch dieses kurze Spiel gefallen hat, es war nicht schlecht gemacht, muss man sagen, es war atmosphärisch, ich habe mich auch einmal erschrocken. In dem Sinne, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, unterstützt den Dude, der das gemacht hat, ihr findet den Link zu seiner Seite hier unten bei uns in der Beschreibung. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, lasst ruhig ein Abo da, hilft dem Kanal beim Wachsen und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dann,